Joachim Käferstein. Ich bin Pensionär, habe 11 Jahre im Ministerium für Schule und Bildung gearbeitet und jetzt bin ich hier in Namibia. Wir haben hier einen Schüleraustausch, aber in dieser Phase 2020, wir sind hier mit 6 Handwerkern von der Handwerkskammer Münster und wir sind gebeten worden vom Schulministerium hier, dass wir für diese Ilim Primary School eine Suppenküche bauen. Wie man hier sieht, sind die Fundamente gegossen. Langsam werden die Steine hochgebaut, damit dann irgendwann eine Bodenplatte gegossen werden kann, auf der diese Suppenküche gebaut wird. Die Idee des Directors vom Ministerium ist nachvollziehbar: Hungry children cannot learn. Und das wollen wir unterstützen, dass die Kinder hier mindestens einmal pro Tag eine Suppe oder was auch immer bekommen. Wir werden, glaube ich, das ganze Jahr brauchen, bis die Suppenküche fertig ist, aber dann werden wir stolz sein, dass wir das hier den ersten Schritt getan werden. In weiteren Schritten sollen weitere 6 Suppenküchen hier in Windhoek erstellt werden.